So Leute, in dem Sinne herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir schauen uns heute eine wirklich sehr besondere Location an. Und zwar im Hintergrund seht ihr es schon, ein Haus irgendwo im Nirgendwo. Und man würde meinen, dass dieses Haus ranzig ist. Ne, man sieht es hier einfach irgendwo im Nirgendwo. Niemand bekommt irgendwas mit. Aber ich glaube, da habt ihr euch getäuscht. Das Haus ist noch komplett eingerichtet und sogar, ja, ich sag jetzt nicht zu viel. Es gibt hier noch ein Auto. Ich würde sagen, das Auto schauen wir jetzt als erstes an. Wir haben noch Urbexer getroffen. Also wir sind nicht alleine dort. Wir warten jetzt mal ganz in Ruhe, bis die weg sind. Und dann schauen wir uns das Haus an. Also ich bin wirklich mal gespannt, was uns darin erwartet. Also ich kann euch sagen, es wird gut. Es wird definitiv gut. Es wird sehr viel Verfall, sehr viel Decay. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen die Erkundung. Ich stehe hier gerade übrigens im Vorgarten von dem Haus und ihr seht, das steht da einfach irgendwo im Nirgendwo. Das ist einfach nur geisteskrank. Komplett zugewachsen, da unten eine Garage. Und ich würde sagen, wir kämpfen uns jetzt mal hier durchs Dickicht und gucken uns als allererstes mal einen wunderschönen Wagen an. So lange wie es drin steht. Aber wenn man sich die Reifen mal anschaut, sieht man, dass die Reifen schon lange platt sind. Ja Leute, im Hintergrund hört ihr gerade den Paul moderieren. Das ist der Wahnsinn, das ist einfach so ein schönes Auto. Einfach in der Garage seit bestimmt 20 Jahren vergammelt. Ne, das ist schon krass. Und ihr seht, der Wagen ist auch auf. Das heißt, wir gucken uns diesen Wagen nachher noch von innen. Ich kann sagen, wirklich Vollausstattung. Multifunktionslenkrad, alles. So, jetzt können wir hier mal unter die Kulissen schauen. So. Leute, da haben wir die Motorhaube auch mal aufgemacht. Was das jetzt genau für ein Motor ist, weiß ich nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass es ein Diesel ist, oder? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Also ich sehe leider nicht die Motorisierung von hinten. Aber es ist definitiv keine schlechte, denke ich. Weil die Ausstattung ist wirklich absolut top. Also ich denke, das Ding ist bestimmt volle Hütte. So, der Paul ist da drin. Machen wir die Motorhaube wieder zu. Zack. Ich würde sagen, zu dem Fahrzeug kommen wir nachher wieder. Da ist das Haus und ich zeige euch jetzt einfach mal ganz kurz, einfach nur von außen. Ihr seht's. Ach du Scheiße. Leute, da oben brennt Licht. Okay, das sieht sehr falsch aus. Das sieht aus, als würde dort noch jemand leben. Aber ich kann euch garantieren, in dem Haus lebt niemand mehr, schon seit über 10 Jahren. Okay Leute, ich würde sagen, dann beginnen wir mal mit der Erkundung. Ihr seht, dort steht die Tür einfach sperrangelweit offen. Und so sieht das Haus aus. Krass. Also irgendwie so richtig mysteriös. Hier sehen wir einen riesengroßen Garten und dort eine Scheune. Aber zur Scheune kommen wir nachher. Jetzt wird erstmal das Haus unsicher gemacht. Aber ich will nochmal betonen, wir sind nicht alleine drin. So Leute, wir sind im Gebäude. Ich will direkt sagen, es ist nicht groß. Es ist relativ klein, das Haus, aber dennoch wunderschön und komplett eingerichtet. Ihr seht's, hier steht so gut wie alles noch an Ort und Stelle und sogar der Strom funktioniert noch im ganzen Gebäude. Wie krass ist das bitte? Bett noch gemacht, alles ordentlich. Da dieser schöne Sessel, Schrank. Also das hier sieht mir schwer aus wie ein Jugendzimmer, beziehungsweise wie ein Kinderzimmer. Vielleicht Motorräder gemocht und Ford Capri. Guter Geschmack auf jeden Fall. Ja, ne? Hier so eine schöne Couch und ja, definitiv, das war ein Jugendzimmer. Der hat's geliebt. Da war eine Leidenschaft zu Motorrädern da, definitiv. Ich glaube, da brauche ich euch nichts sagen. Das ist so geil. Machen wir hier mal nochmal aus. Kommen wir gleich nochmal hin. Und jetzt auch wieder ein Zimmer, wo ich wirklich sprachlos war. Wirklich sprachlos war. Und zwar genau dieser Raum hier. Guckt es euch an. Wie schön ist das bitte. Da hier oben, also hier geht kein Licht mehr. Ich denke, man sieht's. Aber es ist doch geil. Nur purer natürlicher Verfall. Nichts kaputt, nichts verrückt. So will man das haben, ne? Dieses Video wird relativ leicht aufgebaut sein, weil wir sehr im Stress sind, weil hier auch noch mehrere Leute waren, dann das, dann das, dann GoPro leer, dann es ist eine Katastrophe und es war relativ spontan hinzufahren. Deshalb wird dieses Video nicht großartig mit Momentaufnahmen sein. Aber ich denke, die Erkundung
Die können wir trotzdem in Ruhe machen. Wenn ihr hier mal guckt, die Schränke sind auch noch vollkommen eingerichtet. Krass. Und wenn ich da unten aufmache, das ist alles so verzogen. Krass. Und den Raum, ich war hier eben schon drin, den habe ich komplett übersehen. Das ist Frankreich pur irgendwie. Es erinnert mich tatsächlich ein bisschen, wirklich ein bisschen an das Amish-Haus, wo wir letzte Tour waren. Oh Gott. Oh je, also hier kommt schon ordentlich Feuchtigkeit rein. Licht geht hier. Oh. Jetzt guckt euch den Raum mal mit Licht an. Wie surreal das wirkt. Das ist so toll. Vor allem so eine Location in so einem Zustand. Ich meine, ich kann es zeigen, wir sind hier mitten, wirklich mitten im Wald. Und dann drehst du dich um und hast hier diese absolute Schönheit. Das ist so schön. Mega Ort, wirklich. Hier. Schönes Nachtschränkchen mit Glasplatte drauf und dieses süße kleine Lämpchen. Ja, das funktioniert leider nicht mehr. Was ist das? Roma. Du findest hier so viele schöne Details. Geil, diese Tapete da, die ist auch wieder richtig, richtig retro. Wäre nichts für mich, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das hier vielleicht ein Zimmer von einer weiblichen Person war. Also kann ich mir eigentlich nicht anders vorstellen. Was auch ein Träumchen ist, ist dieser Fernseher hier. Ich liebe ja so Retro-Fernseher. Aber gut. Sagen, hier oben sind wir jetzt eigentlich durch. Ich habe jetzt noch einmal in die Schubladen geguckt. Also da sind nur Handtücher und Bettzeug drin. Also nichts weiter Spannendes, wo man noch irgendwas rausfinden könnte. Gut, dann zeige ich euch den Raum noch einmal kurz in der Übersicht. Das ist so surreal, dass hier Licht brennt. Das ist so geil, so toll. Aber ich würde sagen, Licht wieder aus. Und was ich euch noch sagen wollte, hier so Couchbereich, ich lieb's ja im LPs. Und hier so richtig alte Fernseher. Na, also das finde ich so geil. Und was auch geil ist, hört einfach mal, wie der Regen aufs Dach prasselt. Das ist so beruhigend. Das gibt dem Ganzen nochmal eine ganz andere Atmosphäre. Ich lieb's. Ich liebe dieses Detail. Das ist Liebe zum Detail, das hier. Das ist so toll. Gut, ich würde sagen, wir halten uns nicht länger hier oben auf, weil wir haben ja noch ein Untergeschoss. Das gucken wir uns auch gleich an. Aber dort rechts habe ich noch was entdeckt. Und zwar das nächste Schlafzimmer. Und das hier ist wirklich retro. Also diese dünnen, wirklich dünnen Betten, wo ich immer sage, die wären absolut nichts für mich, finde ich aber super. Also es passt auf jeden Fall ultra gut in die Optik rein. Ob hier Strom funktioniert? Nein. Strom funktioniert hier in dem Raum leider keiner. Aber das macht nichts. Taschenlampe haben wir ja am Start. Geil. Also ich gehe mal auch davon aus, und wenn ich den Schrank hier aufmache, ja, der Schrank ist auch noch komplett voll eingerichtet. Geil. Für so einen kleinen Spontanfund an der Straße kann man sich doch absolut nicht beschweren. Ist wirklich ein schönes Häuschen. Vor allem ein richtig gemütliches Häuschen. Und warum steht ausgerechnet so ein Haus in der Lage leer? Man weiß es nie. Hier hängen noch Mäntel drin. Toll. Vor allem diese Vorhänge dort. Ne? Also das Haus sieht von außen schon sehr geil aus. Aber wenn man dann reingeht, ne? Toll. Einfach wirklich sprachlos. Es ist einfach geil. Und dass ihr den Raum hier noch einmal komplett im Hellen seht, hänge ich ihn nochmal hier ein bisschen mit Taschenlampe. Ist auf jeden Fall ein Kinderzimmer. Definitiv. Gott, oh Gott, oh Gott. Ist ja auch alles voll. Ja, aber wenn das ein Kinderzimmer war, beziehungsweise ein Teenie-Zimmer, warum sind dann hier Mäntel drin? Das ist doch... Okay, das kann ich mir irgendwie nicht erklären. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Merkwürdig. Ein paar Klamotten haben wir hier noch. Westen, eine Mütze. Ja, aber das war's eigentlich auch schon, ja. So, Leute, wir sind unten angekommen. Und jetzt schaut euch das mal an. Wie geil ist das bitte? Retro pur. Klar, ein paar Sachen kaputt. Man sieht doch, dass das hier umgeräumt wurde von Urbexern. Aber wie geil sieht das bitte aus? Ihr wisst, ich liebe Couch-Ecken.
Und das hier ist eine wunderschöne 70er Jahre Retro-Couch-Ecke. Das hat wirklich was. Das sieht richtig, richtig gemütlich aus. Richtig toll. Mit diesen grünen Vorhängen hier. Das ist doch 70er. Das kann mir doch keiner erzählen. Das ist pure 70er Jahre. Dieser Schrank hier, wo dieser alte Fernseher drauf steht. Und dieses... Es ist alles heilig hier drin. Weil es so schon komplett verschimmelt. Boah, ich stehe komplett auf so Fernseher, ne? So Fernseher. Oh, hätte ich gerne in meinem Zimmer stehen. Gut. Was haben wir hier noch? Jesusbild. Haben wir in vielen Locations tatsächlich. Und hier diese wunderbare Couch-Ecke. Das ist so geil. Also ich finde das richtig gemütlich. Das finde ich richtig toll. Nicht nur das ist toll. Richtig. Hier brauchen wir sogar gar keine Taschenlampe. Schaut euch das mal an. Das ist der absolute Wahnsinn. Dass in so einer Bude, die einen Leerstand hat, keine Ahnung wie lang, dass in so einer Bude einfach noch der Strom funktioniert. Das habe ich auch noch nicht erlebt, ne? Dann guckst du hier hin, die Schränke noch vollständig eingerichtet. Hier am Spiegel brennt sogar das Licht. Krass, das ist so toll. Und ich meine, ihr seht's. Die Schränke sind auch noch vollständig eingerichtet. Alles noch da. Ja. Dort jetzt nicht, aber... Also ich gehe mal davon aus, dass das hier war die Küche. Chillbereich zum Fernseher gucken. Und das Esszimmer. Hat man hier gemütlich gesessen und hat hier gefuttert. Aber das ist doch heutzutage nicht mehr so. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Das ist doch nicht mehr aktuell. So hat man doch die... Also ich denke mal... Also das Haus muss, denke ich, schon mindestens 15 Jahre leer stehen. Weil ich glaube, dieser Stil ist nicht aktuell. Ich glaube nicht, dass man das heutzutage noch so machen würde. Klar gibt es noch Häuser, wo ältere Leute wohnen, die es wahrscheinlich noch genau so haben. Aber so machen würde es keiner mehr. Ne? Das ist der absolute Wahnsinn. Gut. Ich habe dir das noch einmal im Überblick. Auch wieder natürlich mit einem uralten Retro-Fernseher. Herd haben wir hier. Und das ist vielleicht, das müsste so ein Gasherd sein oder was ist das? Es ist alt. Vor allem diese Details, ne? Die Zahnbürsten liegen hier einfach noch von früher. Das sind die Details, da muss man einfach drauf achten. So, Licht wieder aus. Und hier haben wir einen ganz speziellen Raum. Und zwar ist das hier ein Schlafzimmer. Man sieht es nicht, aber das Bett ist begraben. Also hier ist alles voll mit Ersatzteilen. Also hier hat auf jeden Fall ein Schrauber gelebt. Das sieht man. Hier haben wir Teile von Volkswagen, Teile von BMW-Motorrädern, Windschutzscheiben, sämtliche Ersatzteile. Also hier ist wirklich alles... was das Autoherz höher schlagen lässt da. Ersatztüren. Ich habe auch viele Teile gesehen von dem alten Passat, der draußen steht. Und wenn ich mich nicht täusche, sind das da oben Motorradboxen. Ja Leute, ich habe mal die Kiste aus diesem Ungetüm da gekramt. Das hier sind Teile von dem Passat. Ja, das sind Ersatzteile. Hier haben wir Rückleuchten und Scheinwerfer. Original, wirklich. Und Spiegel sogar. Von dem alten VW, der draußen steht. Den VW gucken wir uns nachher nochmal ganz kurz an. Ja, das ist der Wahnsinn. Also der Typ hatte auf jeden Fall eine Leidenschaft für sein Fahrzeug. Kann man so sagen. Weil der Wagen sieht wirklich gepflegt aus. Der sieht wirklich top aus. Als wurde der immer gut gewartet. Ist auch Vollausstattung. Hatte wahrscheinlich immer jedes Ersatzteil zu Hause, falls mal was kaputt ging. Was haben wir hier für einen Raum? Ganz viele Teile von Motorrädern. Ne? Machen wir hier auch mal kurz das Licht an. Ja, das hier sind alles Teile von Motorrädern. Yamaha haben wir hier. Alles drum und dran. Gut. Aber ich will doch schon sagen, die Abmoderation gibt es sowieso nachher. Wir sind jetzt fertig mit dem Haus, gehen jetzt raus und also wir machen jetzt noch ein paar Bilder und dann gehen wir noch mal kurz am Volkswagen vorbei und dann war es das mit dem Video. Ja Leute, wir sind wieder raus aus dem Gebäude und guck mal, was mir gerade aufgefallen ist. Wie komisch sieht das bitte aus? Da oben brennt Licht und du hast hier ein Haus, was seit Jahrzehnten hier einfach leer steht. Dort ist die Scheibe kaputt.
Und dort brennt einfach Licht. Das sieht sowas von falsch aus. Gut Leute, ich würde sagen, ich zeige euch mal ganz schnell noch mal kurz den VW. Und dann gibt es die Abmoderation. Hier haben wir das Prachtexemplar. Guckt euch mal an, wie geil das ist. Tür steht offen. Ihr seht's. Das Ding ist volle Hütte. Komplett voll ausgestattet. Handschalter haben wir hier. Und guck mal. Sieht aus wie ein Multifunktionslenkrad. Ich denke, dass es lediglich die Hupe war. Blinker, alles da. Tacho bis 220. Ah, Drehzahlbegrenzer. Ja, das war ein Benziner. Würde ich jetzt mal sagen. Ja, Radio noch da. Ah, der ist wirklich gut ausgestattet, ne? Schicker Passat. Schiebedach haben wir hier. Und guckt euch das mal an. Einen riesengroßen Kofferraum. Also das Ding ist schon wirklich gut ab. Also die Ausstattung für das Baujahr richtig gut. Gut Leute, in dem Sinne würde ich auch schon sagen, haben wir alles gesehen. Es ist sehr hektisch. Ich verzeiht mir, falls das Video nicht so in gewohnter Qualität ist. Aber ich möchte es trotzdem bringen, weil es war einfach cool. Und ich würde sagen, mit dem Passat im Hintergrund sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, Leute. Euer Leon Evans. Ciao.